So wirklich Lust, Munition zu automatisieren, habe ich aber eigentlich gar nicht. Hilft aber nichts, ha? Ich gucke mir erstmal noch einen schönen Platz. Also, hier haben wir MK1, MK2, MK3. Bis wie viel ging das hoch? MK5 können wir jetzt schon. Wow. Okay. Das sollte ich auch demnächst mal machen. Aber bis wie viel hoch geht das generell überhaupt? MK6, MK7, MK8 theoretisch. Mit Polish Diamonds und was weiß ich. Also gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Man könnte meinen, es wäre geplant gewesen. Gut, also bis hierhin würden die Module regulär gehen. Das heißt, ab hier könnten wir... Das ist ein komisches Blutend. Ab hier könnten wir die Munition machen. Das heißt, ich nehme jetzt mal die Fabrik da. Was? Oh, bessere Schmelzöfen. Das war eine gute Idee, Gerogo, in der Vergangenheit. Haben wir gleich noch bessere? Die bräuchten Tungsten, das ist nicht schlimm. Grüne Chips ist auch nicht schlimm. Und der Filter Item Exit, die haben wir, glaube ich, noch nicht automatisiert. Was so eine Ditec-Sache ist. Achso, und das braucht auch vorher noch die Exits. Ja, dann machen wir die Exits ganz schnell. So, die Fabrik ist ganz schön, dass sie noch nichts drin hat. Den kann ich hier als Kopie nehmen. Oui, oui. Oh, wir kriegen sogar mal Schaden. Interessant. So. Stopp. Nee. So rum, ne? Ja, so rum. Weg. Plup. Ja, Kisten. Richtig. Okay, was brauchen wir für die Munition? Also, die Edelsteine werden ja woanders gemacht. Wir brauchen als erstes eine Laser Battery. Dann brauchen wir eine Advanced Laser Battery und dann brauchen wir eine High Laser Battery. Das heißt, hier gibt es keine Zwischenschritte, hier gibt es keine Zwischenschritte. Du stellst her eine Laser Battery, du stellst her eine Advanced Laser Battery und du stellst her eine Highly Advanced Laser Battery. Und dann machst du daraus eine Highly Advanced Laser Shotgun Battery. Und dann sollten wir schon fertig sein. Das heißt, du brauchst auch keinen Zwischenschritt. Blub, blub, blub. Und du wirst beschränkt auf ein Stack. Genau. Weil ein Stack von der Munition reicht mal eine ganze Weile. So, du brauchst das Tin und diese komischen anderen Dinger. Nimm mal Tin. 50 Stück oder so. Und Edelsteine, die 10 Stück. Und ganz normale Batterien. Okay. Die wären hier. Normale Batterien. Auch 10 Stück. Go. So, dann brauchst du ebenfalls die Cut-Sapphire und Gold. Das wäre... Da ist der Cut-Sapphire, 10 Stück. Hier ist Gold. 10 Stück. Braucht eine Weile in der Herstellung, ha? Ja, ist okay. So, du brauchst Cut-Emerald... Und Ardite. Haben wir Ardite jetzt schon irgendwo automatisiert? Ich glaube nicht. Ardite? Achso, Ardite ist jetzt wieder woanders, weil es nicht so ein reguläres Ding ist. Du hast mich hier den Cut Emerald hin. So. Das müsste bei den Ditec-Sachen sein. Hier, genau. Da müsste es noch irgendein Kompatibilitätspatch geben. Dass die Ditec-Metalle mit zu den Bob-Dingern hier reinsortiert werden. Damit wirklich alle Metalle hier sind. Aber vielleicht ist das ja schon. Ich hänge eine ganze Patch-Sammlung quasi schon hinterher. Es gibt ja auch schon zu der neuesten Vanilla-Version, die übrigens sehr cool sein soll, gibt es ja auch schon Shadow Mod Pack Patch. Allerdings gibt es da keinen Replicator-Mod mehr, keinen Curse-Mod mehr und ein paar andere sind auch rausgefallen. Ist aber trotzdem interessant für eine neue Staffel. In 100 Folgen oder so. Weil es das Ganze wesentlich schwieriger macht. Momentan können wir ja echt alles über die Solar Panels machen, auch wenn die Schweine teuer sind. Sind wir jetzt fertig? Nein, hier. Du brauchst noch ein Polished... Oh, Polished Emerald. Das wird teuer. So, Nummer 5. Wow. Das wird teuer. Ja, genau. Da haben wir anscheinend ein paar davon.
Sehr gut. Also Polished Emeralds und Kobalt. Koda. Kobalt. So, stopp hier nochmal mehr Schilde rein. Und jetzt warten wir einfach nur, bis die erste Munition da ist, was jetzt schon der Fall ist. Weiter damit. Na gut, das ging wesentlich schneller. Ich dachte, war jetzt 5 Minuten Sache. So, dann wollte ich noch Alien-Artefakte von hier unten holen. Um noch ein davon zu bauen. Es fehlt Stein. Jo, das Problem kennen wir. Ist okay. Klauen wir jetzt einfach hier Stein, wenn ihr zu lange braucht, Roboter. Den nun davon. Und 360 von den komischen Dingern da. Nein, das stimmt nicht. Es fehlen 4 Alien-Artefakte. Ernsthaft? 4 Stück? Okay, warte. Da sammeln wir einfach ein paar Leichen ein, dann passt das. Weg, 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 weg. Es wurde übrigens vorgeschlagen, dass ich den Mod deaktiviere, der die Hitbox kleiner macht. Dann hätte ich zwar ein Problem, mich durch solche Sachen hier durchzuzwängen, aber die Gegner wären wesentlich einfacher zu treffen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Lass bitte alles einsammeln. Wir brauchen nur noch eine Handvoll Alien-Artefakte. Da liegt kleiner Grisselkram rum. Wirklich anstrengend tun sich die Aliens aber nicht. Die sollten doch eigentlich langsam auch mehr Schaden machen und mehr aushalten durch diesen anderen Mod, der eingefügt wurde. Aber das scheint erst zu kommen, wenn man wirklich aktiv regelmäßig Basen zerstört. Das triggert wohl erst das Stärkerwerden der Gegner. Werden wir ja sehen, sobald wir unsere Powerrüstung haben. So, das sammle ich mal von Hand ein, weil ich hier nicht abreißen möchte. Es wird alles abtransportiert. Dass wir da so einen großen Bedarf haben, hätte ich nicht gedacht. Oder ich habe ihn in die Kiste nicht beschränkt und wir stellen gerade ganz, ganz viele Quarzprodukte her, bis eine Kiste voll ist. Das ist auch okay. Mach mal. Du schaffst das schon. So, irgendwo noch hier Alien-Artefakte? Wenn nicht, könnte ich hier mal die ganzen kaputten Bäume wegmachen. Ja, hier sind ein paar Leichen. Ein paar mehr Leichen. Aber ich bin so weit rausgezoomt, dass ich die lila, rosa Grissel gar nicht sehe. Also die Mini-Alien-Artefakte. Ja, ja, doch, hier ist ein bisschen was. Alles mitnehmen. Okay. Wo wir gerade hier sind. Aufstufen bitte. Das. Und das. Und das. Für 3 so Dinger sollten wir inzwischen genug Roboter haben. Achso. Aber natürlich sind die jetzt alle beschäftigt, weil wir hier die ganzen Aufträge verteilt haben. Oh, das ist mal ein etwas größerer Angriff. Mit 2 Königen. Und du zerstörst gerade unseren Dingens da. Oh, du zerstörst gerade unseren Saphirturm. Repariert fleißig hinterher. Okay, haben wir noch Türme dabei? Das müsste ich mal kurz raus. Obwohl, von hier drin kann ich auch mit der schießen, oder? Ja. Macht zwar keinen Schaden, aber ich kann's. Oh. Komm mal mit. Bau dich mal hier hinten auf. Genau, lauf schön zu den Türmen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, aber zeigt mir, hier ist eine definitive Lücke, die ich noch füllen muss. Mit den Türmen hier. Da fehlen wir die ganzen Edelsteine jetzt und das ist alles doof. Aber sollen wir mal die neuen Leichen ein? No. Königin-Leichen waren da jetzt aber noch nicht bei, ne? Wegen Alien-Artefakten und so? Ich glaube nicht. Mach mal lila Kiste hier. Leichen, 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 Leichen. Das ist auch alles. Die MK1 Powerrüstung kann auch weg. Du kannst raus. Stein kann weg, das kann weg. Die können weg, die können weg, die können weg.
Habe ich so viele Ports MK1 dabei? Keine Ahnung. So. Türme. Türme, Türme, Türme. Wir brauchen, ja, mach das da unten mal alles weg. Wir brauchen jetzt andere Sachen da unten. Grizzlebetter brauchen wir auch nicht. Integrated Electronics auch nicht. So, wir brauchen ganz normale Lasertürme. Und ja, die Türme könnte ich auch automatisieren, das weiß ich. Aber eigentlich sollten wir davon irgendwann genug haben. Im Gegensatz zu Munition, die wir immer wieder verbrauchen, jedes Mal, wenn wir losgehen, irgendwas kaputt machen. Also nächster Schritt wäre Gold und ist das Silber oder ich wechsle die Barren immer. Hummer. Nee, Nickel, glaube ich. Nimm mal Gold. Nickel. Ja, Silber ist von links nach rechts so schräg runter. Was das hier ist. Okay, nimm Silber. Dann brauchen wir hier die Cut-Sapphires wieder. Dann brauchen wir... Ich könnte auch einfach auf die Beschreibung oben gucken, da steht es ja ausgeschrieben. Dann bräuchten wir noch Raw-Topaz und Cut-Topaz. Raw-Topaz und Cut-Topaz. So. Piu, 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 piu. Alle Leichen einsammeln. Achso, und ich habe auch selber noch kleine Knödel dabei, ne? Oder habe ich die schon reingeschmissen? Ne, da, alle rein bitte. Und forder mal an. Ja, das bringt nichts, Alien-Artefakte anzuliefern. Ja, anzufordern. Achso, ist gerade Nacht. Es bringt nichts, hier anzufordern, weil die eh erstmal in den Kisten unten landen. Das bringt mir nicht besonders viel. Was ist mit dir? So, du bist einfach nur leer. Dann setz dich mal dahin. Und da rein. So. Weil wir ja Adat jetzt auch regelmäßig brauchen. Wie schaut es hier unten aus? Kein Tin, kein Goldproblem mehr. Okay, das ist schön. Blei. Haben wir so einen großen Drill auch noch über? Nee, mach mal. Wir können nicht einen Dreier-Normal-Drill zum Dreier-großen Drill machen, ne? Nein. Schade. Na gut, das ist jetzt einen davon. Einfach so hier hin und papp das da drauf. Haben wir, glaube ich, irgendwo anders auch schon mal gemacht, aber wird nicht schaden. Kohle ist auch gut. Oh, es wurde angemerkt, dass ich vielleicht auch das Leichtöl, was im System ist, hier hinbringen könnte. Das stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Weil es soll inzwischen recht viel sein. 600. Na gut, mach mal. Es sollte inzwischen recht viel sein. Ich guck mal. 1500 Fässer mit Leichtöl. Wo kippen wir die aus? Mit Pumpen? Ich glaube mit Pumpen. Brech das mal ab. Zip. Da. Natürlich gleich verdoppelt. Tu mal. Ne, braucht mehr Platz. Tu mal dahin. Wird jetzt ein bisschen komplizierter. Und das kennen wir ja schon bei Rohren. So, mach dich da weg, mach dich dahin. Mach dich dahin und schließ dich da an. So, und du kippst bitte Leichtöl aus. Dann brauchst du zwei Kisten. Eine da, du forderst. Oder was fallen die jetzt? Flüssigkeiten, ne? Ja, hier. Du forderst Light Oil Barrel an. Tust sie da rein und du tust die leeren wieder da rein. Genau. Jetzt sollten wir hier immer genug Leichtöl haben. Also sowohl hier als auch hier. Eventuell kommt das dann aber gleich zum Stocken.
Das verhindern wir, indem wir hier von produktiv auf schneller gehen. Und hier jetzt auch schneller. Wobei wir jetzt schon bei... Ja, also ist nicht wirklich nötig, aber wir kriegen jetzt wenigstens die Fässer wieder zurück. Das ist okay. Du wirst bald aufhören zu arbeiten, weil du das leicht und nicht schnell genug rausbekommst, oder? Ja. Also an sich eine gute Idee. Praktisch hatten wir aber vorher schon genug. Kapp das mal wieder. Braucht ihr jetzt mehr, als hergestellt wird? Jetzt habt ihr wieder Speed-Module. Ja. Jetzt müsste es langsam ausgehen. Genau, geht immer weiter runter. Ach, du bräuchtest mal einen schnelleren Arm. Komm mal her. Haben wir auch so viel Schweröl im System? Nee. Das habe ich, glaube ich, damals nicht ordentlich gemacht. Wo bist du? Achso, da unten.